Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Flatout Ultimate Ganesh. Ja, und das ist meine Terrorstimme, die habe ich immer. Nein, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Flatout Ultimate Ganesh und wir machen weiter im Geschäft. Was? Bitte was? Ach, ich hatte ja die... Ja, ich hatte ja die Straßenklasse, die hatte ich ja schon fertig. Die Rennklasse. Jetzt machen wir ja die Straßenklasse. Oh. Ich habe zu lange nicht gespielt. Ach, Mann. Ja. Ich muss auch mich erstmal reinkommen. Eieiei. Aber ich dürfte jetzt auch lange nicht auf Klo gehen, weil ich war ja schon... Ja. Ne? Dringende Geschäfte erledigen, quasi. Dicke Geschäfte. Musste mir so eine Geschäfte machen. Ja, ich musste mir so eine dicken Geschäfte abschließen, weil wenn... Ja, für ein kleines Geschäft auf Klo, ich meine... Das ist mir dann doch zuwider, dann lasse ich... Ja, wenn ich ein kleines Geschäft machen muss, dann lasse ich lieber laufen, das ist schön warm. Auch wenn es ekelhaft ist. Und ja, zwar muss ich mir jedes Mal einen neuen Bürosessel kaufen, weil der nachher stinkt wie Sau. Aber das ist ja nicht so schlimm. Das ist. Ja. Habe auch schon im Internet geguckt, ob man so eine Toilette kaufen kann, die man sich hier am Schreibtisch quasi stellen kann. Um da einfach mal reinzumachen und naja. Weiter geht's. Zum Rennen, was hatten wir denn da? Hatte ich das eigentlich aufgebrezelt? Ich glaube schon, ne? Nein, hatte ich nicht. Gut, dass ich nochmal nachgucke. Alter, wie habe ich mir denn so ein hässliches Auto ausgesucht? Ich meine, das Auto ist schön, aber die Farbe, Alter. Und ich hatte ja den Sound nicht vom anderen Insetter. Das... Chip und Diss, da wirst du gedisst, weißt du, so. Ja, Alter, Bro, ich hab dich gedisst, ey. Weißt du, da... Ja, jetzt müsst ihr auch leider durch, weil ich würde auch gerne anfangen gleich. Das tut mir echt leid, aber... Achso, apropos leid tun. Part 54 von Flatout Ultimate Ganesh ist leider nicht Full HD. Das ist 480p, da ist irgendwas verkehrt gelaufen. Weil ich render ja mit zwei Programmen. Einmal ist das Vorrendern, dass ich die Sounds habe für das andere Programm, weil ich vorher geht das eigentlich nicht, wenn ich das jetzt so aufnehme mit Raps und das denn in mein neuen Programm quasi reinstecke, um das zu rendern. Der erkennt die Sounds immer nicht. Das ist echt blöd. Deswegen muss ich das immer mit dem Movie Maker rendern. Hä? So. Achso. Und ja, das ist einerseits zwar nicht schlecht, aber ja. Andererseits, wenn ich mein neues Programm nicht brauche, weil in dem Part nicht so viel Lustiges passiert, was ich da so ein bisschen umändern kann oder lustiger gestalten kann, dann ja, dann habe ich habe mir da einfach gesagt, ja, dann muss es ja nicht noch mal damit rendern, dann sparst du Zeit und lädst das einfach so bei YouTube hoch und wird schon gut gehen. Das habe ich mir gedacht, weil ich habe gedacht, dass der Movie Maker das in 720p rendert. Falsch gedacht. Und deswegen ein Sorry. Mit 4.3 war das genauso. Da war halt so eine Sachen. Zumal da war ja das Gruselhaus mit den Schreckmomenten. Da habe ich mir einfach gedacht, nee, wenn ich da jetzt noch was reinbaue, das würde die Atmosphäre zerstören. Lässt es mal. Und habe ich es einfach so hochgeladen, so wie bei Flatout Ultimate Ganesh. Und ja, das ist scheiße gelaufen. Und da muss ich mich echt für entschuldigen. Weil das einfach, ja, war einfach blöd. Blöd gelaufen. Aber in den nächsten Parts werden wir in Full HD und... Ja gut, Full HD ist es momentan ja nicht mehr, weil es 1000
440p gibt oder so, was sehr krank ist, dann müsste ich mir einen neuen Monitor kaufen, eine neue Grafikkarte, Alter. Boah, wenn ich schon an das Rendern und das Hochladen alleine schon denke, Alter, da wäre ich bestraft fürs Leben, wenn ich das machen würde. Vielleicht irgendwann mal, wenn ich eine bessere Leitung habe, aber Alter, nee, ist einfach eine Strafe. So, jetzt haben wir alle schon mal gekufft. Das ist super. Der Wagen sieht auch gar nicht schlecht aus. Und von hinten so. Weiß nicht, ob dir auch die Sounds gefallen vom Auto. Ja, Bro, das, ja, ist, ne, das ist, ja. Wieso nimmst du eigentlich, um nochmal zum Thema auf Klo gehen zu kommen, ne? Ja. Wieso nimmst du eigentlich immer dein Handy mit auf Klo? Alter, das... Mann, das will doch keiner wissen. Während des Kackens einfach mal ein bisschen Tetris oder sonst irgendwas spielen, das ist doch, ja... Man braucht doch Beschäftigung. Einer liest Zeitung, einer nimmt sogar einen Laptop mit auf Klo. Mann, hier, ich kenne sogar welche, die haben eine PlayStation 3 auf Klo. Ich meine, beim Kacken erstmal ja ein Spiel starten und dann mit der PS3 zocken. Ja, das ist schon krank, ne? Aber naja, jedem das seine, ne? Mancher liest Zeitung, wie gesagt, mancher spielt oder, ne? So, Bro. Dafür nimmst du eine Kneifzange mit auf Klo, um dir deine Willis vom Arsch zu kneifen. So. Da hast du einen Bitch-Slap, Alter. Das mache ich doch gar nicht. Ja, bei deiner Betonkacke einfach, Alter. Da musst du... Wunder, dass die Kneifzange nicht abbricht. Wieso guckst du mir überhaupt beim Scheißen zu? Wie machst du das denn? Ich habe auf Klo eine Kamera installiert einfach. Und warum? Wieso denn? Weil ich es einfach so geil finde, wie du dabei, ja, wie du da abkackst, im wahrsten Sinne. Und, ja, ich meine, wie du da einfach auch stimmmäßig auch ganz schön rumstöhnst. Ich meine, Leute, ihr müsst euch das mal vorstellen. Oh nein, der gleiche Motorsound. Ich kotze ins Essen. Ah, die haben wir ja nicht lange. Alter, das war gelitten. Das sah geil aus. Ich muss mal erklären, wollte ich ja erklären gerade, weil ich das habe ich gerade abgedenkt. Nee, wenn er sich einen abseilt, auch wenn sich's falsch anhört, aber wenn er erstmal am Kacken ist, dann hört sich sein Gestöhne, das hört sich so niedlich an einfach. Ich kann da doch nichts hören. Sei ruhig. Das hört sich so niedlich an einfach und das, ja, das kann man nur lustig finden. Du geilst dich und sowas doch auf. Sei doch mal ehrlich. Ich geil mich doch nicht daran auf, wie jemand scheißen geht, also. Ich frage mich auch, wie man sowas nennt. Klogeophil oder Scheißophil oder Scheißgeophil und ich keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Sag mal. Bam. Du fährst ja wieder richtig schön heute. Ja. Vor allem der Motorsound, der ist so herrlich. Ich könnte ins Essen kommen. Naja. Beneunter? Warum? Weil du nur geredet hast. Ach ja, ja, das macht ein Let's Play aus. Da muss man halt reden, ne? Mann, ich muss aufholen gerade. Alter, der Sound, ne? Der Motorsound, der geht mir so auf den Brenner. Alter. Da quäle ich mich ja. Das ist ja ein Unding. Wieso habe ich mir das Teil überhaupt gekauft, wo ich genau weiß, dass der einen scheiß beschissenen Motorsound hat? Warum?
weil du da was getrunken hast. Ja, ich trinke doch immer mein ab und zu auch mal ein Bier, wenn ich Let's Play aufnehme. Aber das macht doch nicht viel aus. Zocken und Bierchen trinken ist doch was Schönes. Vor allen Dingen nimmt sich das ja auch nicht so viel. Weil fahren kann ich ja immer. Du und fahren. Sei ruhig. Du weißt, das ist Flatout. Da muss man einfach Kante geben und... Achso, Bro, danke fürs Bier, ne? War lecker. Ja. Ich muss am Monatsende wieder hungern. Ja, ich meine, du hättest es ja nicht sagen brauchen. Ganz ehrlich. Hättest du nicht sagen brauchen. Dafür sage ich das jetzt nochmal. Wenn du jetzt noch Erster willst, dann gebe ich dir Bier aus. Du lernst es einfach nicht, oder? Ja gut, jetzt sieht es für mich ein bisschen scheiße aus. Weil, ja, der ist einfach so weit vorne da vorne, Alter. Das geht. Alter! Nee, der ist einfach so weit vorne. Und das kann einfach nicht. Ja, das wird einfach nichts mehr. Na, zweiter. Ja, wenigstens zweiter. Oh, der Motorsound, Alter. Oh. Oh. Stille. Ruhe. Oh. Und dann rübst nach innen. Mal gut, dass du die nach innen machst. Ja, das habe ich ja schon mal gesagt, aber... Pokal fortsetzen. Kennt ihr eigentlich den Pokal? Der stellt sich mit dem Arsch in die Kamera und sagt Hallo. Mit dem Arsch. Das ist Pokal, weißt du? Das... Ja. Der Witz war schon mal gar nicht schlecht. Ja, das, ne? Das ist ja... So, zweiter, 3900 Kronen. Das ist super. Oh, Alter, der Motorsound, der wird mir so auf den Brenner gehen einfach. Oh. Meine Herren. Eigentlich habe ich mir ja auch überlegt, die Rennen hier mit Facecam zu machen, aber ich meine, so viele Parts gibt es hier jetzt auch nicht mehr hiervon, weil ich mache nur noch die Straßenklasse, dann mache ich die anderen noch. Also die Aufgaben, die werde ich nachher auch noch machen. Zumindest teilweise, weil wir jetzt schon die Straßenklasse machen. Und ja. Und dann will ich mal gucken. Was war eigentlich das Gelittene, was ich noch machen musste? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich guck, also nach der Runde, nach dem Rennen gucke ich nochmal, was ich da noch machen muss. Du lernst erstmal die Wand kennen. Ich bin eine mobile Partnervermittlung. Der lernt erstmal die Wand kennen. Und der meine Front. Weißt du? Deswegen sagen manche auch, ab an die Front mit dir. Weißt du, in der Armee und so. Und so machen die das halt. Bam! Wow! Wow, das wäre beinahe was geworden, du. Juhu! Wow! Wow! Hilfe! Mein Gott. Bam! Alter, wie ich den rumgepfeffert habe gerade. Totaler Ausraster hier. Wollen wir nicht wieder das Thema beginnen, aggressives Fahren? Nein, das hatten wir durch. Alter, wie der geflogen ist gerade. Nee, das Thema hatten wir durch. Das muss auch nicht sein. Du weißt, dass ich aggressiv fahre. Das muss man ja auch.
So zum... Verdammt. Scheiße. Mann, ich wollte ihn...